Mein Name ist Professor Nixdorf. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ein paar Worte zum elektrischen Muskelstimulation, auch hier mit dieser Relaunch, die wir hier neben uns stehen haben. Zunächst mal ist es so, ich betreibe hier ein Präventionszentrum mit dem Namen European Prevention Center. Wir wissen embryologisch, dass die meisten Morbiditäten heute im Bewegungsapparat neben der Psyche bestehen. Mortalität ist mehr Herzinfarkt, aber die Morbidität, warum Menschen auch nicht zur Arbeit kommen können, ist tatsächlich Bewegungskrankheiten, die hier primär adressiert sind. Und ich kann das auch voll bestätigen, denn in unseren Check-ups machen wir Ganzkörper-Magnetresonanztomografien und es gibt eigentlich fast keinen Menschen im mittleren Alter, der vollkommen frei wäre von degenerativen Veränderungen, mehr oder weniger symptomatisch. Die Korrelation ist schlecht. Es gibt Menschen, die haben einen riesen Verrau an Wirbelsäule und haben keine Beschwerden. Andere haben geringe Veränderungen und erhebliche Beschwerden. Die Methode der elektrischen Muskelstimulation ist schon lange bekannt, eigentlich seit den 70er Jahren, damals als Reizstromtherapie, etwas heute antiquiert klingt, bekannt in der Rehabilitation. Die Ersetzung also von Stromstößen von außen bei Patienten mit Apoplex etwa, Paresen, ist also von daher gar nicht ganz neu. Wir haben aber jetzt aktueller auch Studien vorliegen zu der Methode, auch im Lifestyle-Bereich von der Deutschen Sporthochschule Köln, aber auch schon auch von meiner Universität, in der ich meine Vorlesung halte, nämlich der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und die Studien zeigten tatsächlich, und es gibt auch mittlerweile eine große Studie, die mal alle Studien zusammengefasst hat, die wir heute haben. Die ist aber schon vor 10 Jahren publiziert worden, wo gezeigt werden konnte, dass im EMS-Training vergleichbar ist von den Effekten mit konventionellen Kraftausübungen. Ein bisschen dann vielleicht weniger bei der EMS, auch Liege, die wir hier haben, im Bereich der Koordination. Das heißt, in dem Bereich musste man immer auch etwas ausgleichen, noch andere Sportarten kombinieren. Diese Relaunch, die wir hier haben, die hat auch noch andere Dinge außer dem EMS, nämlich eine Schmerztherapie durch sogenannte Tensimpulse und hat weiterhin noch eine Wärmeapplikation, die auch, und das ist für mich als Internist auch wichtig, den Stoffwechsel anregt und dadurch auch, gerade bei Menschen mit metabolischen Syndrom, auch eine Verbesserung des Stoffwechsels verursacht. Die Fette werden besser verbrannt durch eben natürlich letztendlich auch bedingt einen vermehrten Muskelquerschnitt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.